zwei Wochen hatten wir hier den Dschungelplatz gemacht am Mittwochabend. Jetzt sind wir zurück mit Stern TV und der Dschungel ist bei uns und die Dschungelkönigin vor allem Ludmilla Tarzania, die erste Dschungelkönigin dieser Saison. Und ich begrüße Sie. Wir hatten heute schon einen großen Abend, haben uns an große Stern TV Momente mit Lucy auch erinnert und Sie haben die Gelegenheit ergriffen und Fragen geschickt an Lucy. Zum Beispiel, was hast du als erstes nach dem Dschungel gegessen? Ich das war noch in Australien dann, ne? Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Schokolade gegessen, weil ich schon seit meiner Essensprüfung dieses Kribbeln in den Fingern spürte und immer bei dieser ganz großen Aufregung, die mit so ein bisschen auch Schnappatmung verbunden war, ich dann dieses Kribbeln merkte. Und ich dachte, okay, bevor ich jetzt wirklich umkippe, esse ich ein bisschen Schokolade. Also ein paar Stückchen Schokolade, das war in diesem Motel mit einer Banane. Oh. Für Energie, genau. Weil in diesem Motel, wo ich mich umgezogen habe. Du hast es hier gerade während der Werbung erzählt, du hast ja auch Kilos abgeworfen. Ne? Wie viel sind im Dschungel geblieben? In den zweieinhalb Wochen genau 5 Kilo. Boah. Das heißt, du bist jetzt... Richtig, 12 Pack habe ich hier. Also warte mal, von der Seite verschwindest du schon fast. Wenn man so. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich war oft 48 Kilo. Ich bin auch nur 1,60 groß. Ich bin auch ein sehr schmaler Mensch. Das Problem ist, dass meine meisten Hosen jetzt 2 Größen fast zu groß sind, weil ich auch vor dem Dschungel weitere 2,5 abgenommen hatte. Du hast dich nämlich vorbereitet mit wenig Nahrung, eine Mahlzeit am Tag. Es wird hier auch gefragt, was war mental anstrengender? Popstars damals, die Castingstaffel für No Angels oder Dschungelcamp? Definitiv Popstars. Ich war sehr jung. Ich wusste nicht so wirklich genau, wohin mit mir. Heute in dieser Zeit mit 47, 48 bin ich so viel auch überlegter, so viel auch ruhiger. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe mich natürlich in all diesen Jahren verformen können. Schade wäre es, wenn nicht. Ich weiß, dass, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch meine krummen Sachen niedlich sein können was und wird, okay was, sind. Was wird denn jetzt mit den Mädels? Ihr habt euch ja nicht offiziell wieder getrennt nach dem 20-Jahr-Jubiläum. Nein, natürlich nicht. Ihr habt letztes Jahr noch 2 Konzerte gespielt. Wir haben letztes Jahr noch gespielt. Was wir kommt sehen uns jetzt im Sommer und werden ins Studio gehen. Ach, neues Album? Ich sage nur so viel dazu. Okay. Ich sage nur so viel dazu. Ah, was hast du im Dschungel am meisten vermisst, wird hier gefragt. Ich sage immer die ganze Zeit, ich habe nichts vermisst, weil ich dieses Trauergefühl vom Vermissen nicht empfunden habe. Es gibt so ein bedrückendes Gefühl, wenn man etwas vermisst und man macht sich dann immer alles schwer, die gesamte Zeit. Aber da gab es ja diesen Brief von dieser sehr besonderen Frau, genau, der dich zu Tränen gerührt hat. So ein bisschen Vermissen war da schon dabei, Ich habe oder? Sie schon auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise vermisst. Das hat mich eigentlich sehr glücklich gemacht, zu wissen, dass da draußen jemand ist, der so mich so nach vorne pusht, allein mit den Gedanken, auch davor schon so gepusht hat, über meinen Grenzen zu gehen. Und sie meinte, wenn du das nicht für dich selbst gewinnst, dann tu es für mich. Und ich habe gesagt so, jetzt hast du mich, jetzt muss ich das tatsächlich jetzt alles daran setzen, dass ich das gewinne, damit du halt ja auch zufrieden bist. Nein, Spaß beiseite. Aber klar, also ich habe nichts von der Außenwelt, nichts materiellich, also keine materielle Sachen vermisst. Ich habe mein Handy nicht vermisst. Ich wusste, dass im Hotel alles okay ist. Aber ich muss dir aber jetzt mal sagen, ich dachte, also ich habe gerade mit ihr gesprochen. Mit ihr? Ja, mit ihr. Mit der einen? Und sie meinte, Miss W. Genau, Miss W. Und sie meinte, sag ihm, dass wir das mit der Hochzeit überlegen werden. Ah, so. Perfekt. So, Leute, jetzt. Jetzt kann ich Schluss machen. Die Schlagzeilen von morgen früh sind geschrieben. Das neue No Angels Album kommt und Lucy wird heiraten. So, fertig. Die Dschungelkönigin war heute Abend bei uns. Lucy Diakovska, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Danke, das war's schon.